Herzlich willkommen zur Videovisite, heute zum Thema rheumatoide Arthritis. Ziel des Videos ist es, Ihnen diese Erkrankung in verständlichen Worten zu erklären. Warum? Weil Patienten, die eine rheumatoide Arthritis haben, ein dreifach erhöhtes Risiko haben, an einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall zu versterben. Und die Erkrankung auch nicht selten ist in Deutschland. Es haben knapp 800.000 bis 1 Million Deutsche eine rheumatoide Arthritis. Und ganz entscheidend ist der sehr frühe Beginn der Therapie. Deswegen schauen Sie sich gerne dieses Video an. Wie in meinen anderen Videos über Erkrankungen werde ich wieder wie folgt vorgehen. Erstens Ihnen erklären, was ist die rheumatoide Arthritis? Zweitens, welche Ursachen gibt es? Drittens, welche Symptome? Also woran erkennen Sie auch schon sehr früh, ob Sie eine rheumatoide Arthritis haben? Viertens, die Diagnostik, also was macht der Arzt? Und fünftens, Therapie, die verschiedenen Therapiemöglichkeiten, vor allem mit dem Schwerpunkt auch, was Sie selbst tun können. Die rheumatoide Arthritis ist keine Arthrose und auch keine Gicht, das sind andere Erkrankungen. Die rheumatoide Arthritis ist eine entzündliche Gelenkerkrankung bzw. eine chronisch entzündliche Autoimmunerkrankung. Ganz typisch ist, dass die Erkrankung in Schüben verläuft. Wie bereits gesagt, knapp 1%, also 800.000 bis 1 Million Deutsche haben diese Erkrankung. Frauen sind ungefähr dreimal häufiger betroffen als Männer. Und das Erkrankungsalter ist so ganz typisch zwischen 35 und 50, 55 Jahren. Was sind nun die Ursachen? Ganz ehrlich gesagt, weiß man das nicht genau. Man vermutet, dass es sich um eine Immunreaktion gegen einen unbekannten Infekt handelt mit einer genetischen Disposition, die der Patient hat. Das heißt, Patienten, die eine rheumatoide Arthritis haben, haben oft eine gewisse Genetik, eine gewisse Anfälligkeit, diese Erkrankung zu entwickeln. Und da gibt es nämlich ein gewisses Erbmerkmal. Das ist das HLA-DR4 und das hat ungefähr 30% der Bevölkerung. Und wenn man das hat, dann hat man ein fünffach erhöhtes Risiko für rheumatoide Arthritis. In einem anderen Video, mal als Exkurs, beim Morbus Bechterew, da gibt es das Erbmerkmal HLA-B27. Das ist ein erhöhtes Risiko für den Morbus Bechterew. Zur rheumatoiden Arthritis. Was sind nun die Symptome? Da habe ich hier einmal ein Bild. Hier erkennt man ganz typisch die Hand eines Patienten. Man sagt auch, die Hand des Rheumatikers ist seine Visitenkarte. Was sieht man also darauf? Man sieht zum einen, dass die Krümmung, das sind sogenannte Schwanenhals. Dann sieht man eine Knopflochdeformität, nennt man das, kann man auch nochmal nachgoogeln, und eine Verbiegung der Finger. Was passiert nun bei diesen Patienten? Ich habe da einmal jetzt als Beispiel hier diesen Knochen oder das Skelett. Und hier passiert sozusagen ganz typisch an diesen Gelenken, das sieht man ja auch an dem Bild, da kommt es quasi zu der Entzündung. Also Bakterien kommen quasi in das Gelenk rein. Das passiert ständig bei uns und ist auch ganz normal. Und der Körper bildet da eine Immunreaktion, also sozusagen Antikörper oder eigene Bestandteile, die diesen Eindringling, die Bakterien sozusagen bekämpfen. Und dann kommt es zu einer Entzündungsreaktion hier an diesen Gelenken und daraufhin kann es zu einem Gelenkerguss kommen. Das sieht man auch in dem Bild, wo sozusagen diese Knubbel dann sind. Und was dann passiert, das ist das Heimtückische der Autoimmunerkrankung, ist, dass diese körpereigenen Stoffe, die Antikörper, die gebildet werden gegen den Eindringling, dass die sich nicht nur gegen den Eindringling quasi wehren, sondern auch den eigenen Körper angreifen, nämlich den Knorpel und die Gelenke, die sich hier befinden. Und so kommt es dann zur Knorpel- und Gelenkzerstörung. Das also ist ganz typisch für die rheumatoide Arthritis. Weitere typische Symptome sind ein schubweiser Verlauf. Ganz typisch ist die Morgensteifigkeit, circa eine Stunde lang. Dann Schmerzen beim Händedruck, kann man sich ja vorstellen, wenn man das Bild hier sieht. Das ist das sogenannte Gänzlin-Zeichen. Das testet der Arzt auch immer. Deswegen ganz typisch, dass man dem Rheumatiker die Hand gibt. Dann viertens die Gelenkschwellung, auch das erkennt man hier sehr gut. Typisch ist immer der Verlauf, dass zuerst kleine Gelenke betroffen sind, also am Hand, wie hier gesehen und auch eben am Skelett gezeigt und auch am Fuß.
und erst später kommen größere Gelenke dazu. Neben den Gelenken können auch innere Organe betroffen sein, typisch Herz, Lunge und auch die Augen. Dann fünftes Symptom, es sind Rheumaknoten, das kommt so bei 25% der Fälle vor. Das sind sogenannte Knubbel, die sich an der Unterarmstreckseite in der Nähe des Ellenbogens befinden. Und dann sechstens typisch auch noch sind Sehnscheidenentzündung oder Karpaltunnelsyndrom. Wenn jetzt Schwellungen in zwei Gelenken vorhanden sind und länger als 6 Wochen bestehen, dann sollten Sie zum Rheumatologen gehen. Und was macht der Arzt, was macht der Rheumatologe dann? Erstens natürlich ein Gespräch, vor allem darüber, ob es in der Verwandtschaft ähnliche Fälle gibt. Weil, wie gesagt, es eine genetische Prädisposition dafür gibt, also Veranlagung gibt, dass man eine rheumatoide Arthritis entwickelt. Dann zweitens macht er die körperliche Untersuchung. Er untersucht die Hände vor allem, die Füße, aber auch die inneren Organe. Und dann drittens ist Bildgebung sehr wichtig. Da zum einen eine Arthrosonographie, also ein Sono. Damit prüft man den Gelenkerguss. Und dann ein Röntgenbild. Im Röntgenbild erkennt man typischerweise die Zerstörung von oder die Schädigung von Knochen. Ganz wichtig dabei aber auch, wenn man im Röntgenbild keine röntgenologischen Veränderungen sieht, heißt das nicht, dass man keine rheumatoide Arthritis hat. Und dann viertens macht man ein Labor, also eine Blutwertbestimmung und bestimmt gewisse Laborparameter. Das ist jetzt schon ziemliches Spezialwissen, aber Zuschauer fragen oft danach, deswegen nenne ich es. Es sind 3 wichtige Laborparameter, dass wenn die erhöht sind, ist es ein Hinweis auf eine rheumatoide Arthritis. Ich habe die hier auch einmal genannt und das ist zum einen der sogenannte Rheumafaktor, dann der Antikörper gegen CCP und als drittens ANA, also antinukleärer Antikörper. Das sind sozusagen 3 wichtige Laborparameter. Was ist nun die Therapie? Bei der Therapie setzt sich, oder ist ein wichtiger Baustein, die Medikamente. Ganz wichtig, man nimmt heutzutage keine NSAR mehr, also nicht Ibuprofen oder Diclofenac, sondern Basismedikamente sind sogenannte Basistherapeutika. Dazu gehört das Methotrexat, also MTX. Ganz wichtig dabei als Tipp, wenn Sie das nehmen, nehmen Sie zeitversetzt Folsäure, das vermindert die Nebenwirkungsrate. Dann zweitens Sulfasalazid oder auch Cyclosporin A. Und so gibt es noch mehr Medikamente in dieser Gruppe. Dann gibt es neben diesen Basistherapeutika auch gerade bei akuten Schüben, weil der Verlauf ist ja immer in Schüben, wie vorhin gesagt, nimmt man Cortison. Und heutzutage auch neu sind sogenannte Biologika, also eine Anti-TNF-Alpha-Therapie. Das sind sozusagen die Medikamente, die man nimmt bei rheumatoider Arthritis. Darüber hinaus aber auch, und das ist sehr wichtig, eine gewisse Eigeninitiative, was kann man selber machen. Und ganz entscheidend ist bei einer rheumatoiden Arthritis, und Sie haben ja das Handbild noch oder die Hände noch im Kopf, ist es eine Physiotherapie zu machen, vor allem um diese Versteifung der Gelenke zu verhindern, damit man sozusagen die Hände auch weiter verwenden kann. Dann auch physikalische Therapie sehr wichtig, da vor allem eine Thermotherapie zeigt sehr viel positiven Einfluss und darüber hinaus auch Themen wie Ernährung, gegebenenfalls Ernährungsumstellung und letztlich auch fachärztliche medizinische Maßnahmen. Abschließend noch zur Prognose der rheumatoiden Arthritis. Also ganz entscheidend ist, wie bereits gesagt, dass man sehr früh mit der Therapie beginnt. Also es gibt gewisse Faktoren, die dazu führen, dass die Prognose eher schlecht ist und das ist ein später Therapiebeginn. Das ist, wenn man die rheumatoide Arthritis ab dem 60. Lebensjahr erstmalig bekommt. Dann drittens, Frauen haben eine schlechtere Prognose als Männer. Dann viertens, Rauchen. Und fünftens, hohe Laborparameter. Ich hatte die 3 wichtigen Laborwerte ja bereits genannt. Das zur rheumatoiden Arthritis. Jetzt noch einmal die Zusammenfassung. Also erstens, die rheumatoide Arthritis ist eine rheumatische Erkrankung, die ca. 1% der Deutschen hat. Zweitens, die rheumatoide Arthritis ist eine chronisch entzündliche Autoimmunerkrankung, die vor allem die Gelenke betrifft, typisch Füße und Hände, kann aber auch innere Organe betreffen. Dann drittens, ganz typisch, die Hände sind die Visitenkarte des Rheumatikers, daran erkennt man es oft. Viertens, typische Laborparameter sind der Rheumafaktor, Antikörper gegen CCP und das ANA. Und fünftens, ganz entscheidend ist ein früher Therapiebeginn, das ist Prognosebestimmung und es gilt sozusagen der Leitsatz immer, hit hard and fast.
Early. Vielen Dank. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat und die Erkrankung rheumatoide Arthritis Ihnen gut erklären konnte, Sie sich eine informierte Meinung bilden konnten, dann gerne machen Sie den Daumen hoch. Gerne abonnieren Sie den Kanal für weitere Beiträge rund um verschiedene Gelenkerkrankungen, Schmerzen des Bewegungsapparates und für Kommentare und Meinungen direkt hier unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.